Die Luftwaffe Down Under. Mit Rapid Pacific und der Verlegung von Eurofightern, Tankern und 4A400M in weniger als 24 Stunden nach Singapur startete das diesjährige Engagement der Bundeswehr im Indopazifik. Nach einer kurzen Pause ging es für die Flieger weiter nach Darwin an die Nordküste Australiens, wo die Luftwaffe auf Einladung Australiens erstmals an der multinationalen Übung Pitch Black 2022 teilnimmt. Alle zwei Jahre findet diese mit Kampfjets statt und ist mit mehr als 2500 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Nationen die größte Übung der Royal Australian Air Force. Bis zu 100 Flugzeuge steigen regelmäßig in die Luft, um in dem riesigen Übungsraum über dem Northern Territory, welches sich fast über ein Gebiet so groß wie Deutschland erstreckt, miteinander zu trainieren. In den drei Wochen der Übung starten die Piloten unter anderem aus Singapur, Südkorea, Japan, Australien und Deutschland zusammen mehr als 1400 Mal, um verschiedenste Luftkriegsszenarien zu simulieren und realistische Luftoperationen gemeinsam zu trainieren.